Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Naja, eigentlich eher herzlich willkommen zu Monochroma, einer Demo zu einem Horrorspiel oder nur eine Horrorspiel-Demo. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich es halt gefunden, als ich nach Horror-Demos gesucht habe. Und da ist mir dieses kleine Schätzchen dann aufgefallen. Ich habe es schon mal ein bisschen angespielt. Einfach um zu wissen, wie alles funktioniert, wie ich das mit der Aufnahme am besten machen muss. Und ja, das war eine gute Entscheidung, weil ich gemerkt habe, dass ich halt kein normales Fenster machen kann, sondern eher wirklich, eine Bildschirmaufnahme und ja. Ach ja, wir müssen schwingen, genau. Wir schauen einfach mal, hepp, ich möchte andersherum, danke sehr. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. So, schon mal nicht so weit. Heppala! Und werden auch hoffentlich nicht allzu oft sterben. So, wir schwingen noch ein bisschen. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen höher. Wir klettern ein bisschen höher. Ja, Entschuldigung, aber gleichzeitig erklären und springen ist ein bisschen schwierig. So. Wir spielen dieses Spiel. Ist das im Hintergrund unser Bruder? Ich glaube ja. Mit dem Drachen. Mit der Tastatur. Deswegen sehen wir da auch die Pfeiltasten. Beziehungsweise ich spiele es mit WASD. So. Und jetzt nehmen wir Alt. Ja. Wir drücken Alt. Oder auch nicht. Wupp. Okay. Wie auch immer das funktioniert hat, ich glaube. Ja. Wir können sogar einfach nur so machen. Und dann, heppala, springen wir hier hoch. Es ist ein sehr düsteres Spiel. Da fällt mir gerade ein, ich sollte was nachgucken. Einstellungen, ja, sehr gut. Helligkeit sollte jetzt in Ordnung sein. Vorhin war es wirklich sehr, sehr dunkel, da hat man kaum was sehen können. Da ist wieder unser Bruder und er läuft. Oh, mit dem Drachen so schön. Ja, euch fällt bestimmt auf, es ist ziemlich dunkel. Und trist und düster und grau und ja. Wir werden einfach mal schauen, was es damit auf sich hat, ob es so die ganze Zeit bleibt und ja, werden hoffentlich eine gute Zeit haben. Oh ja, genau. Noch einmal kurz. Können wir uns dazu... Ich muss mal kurz gucken hier. Komm. Genau, danke sehr. Jetzt wieder dahin. So. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass Tastatur jetzt nicht unbedingt das ist, womit ich spiele. Ich spiele meistens mit einem Controller. Ich bin ein Controller-Kind, aber gut. Monochroma. Wir werden einfach mal unser Bestes geben. Das wird schon irgendwie hinhauen. Yep. Hui, yep. Holz, Holz, Holz. Eine Windmühle. Dum, da dum, da dum, dum, da dum, da dum. Und ja, ich kann vielleicht so ein bisschen erzählen, worum es geht. Es geht um unseren Bruder, den wir hier sehen. Wir können ihn nur absetzen, wo Licht ist, also wo so ein Lichtschein ist. Ansonsten, das kann ich euch mal zeigen, im Dunkeln mag er das nicht. Das verweigert er dann. Mit unserem Bruder können wir auch nicht ganz so hoch springen oder schnell laufen, deswegen... Wupp. Kann ich euch auch mal zeigen, wie hoch wir da springen können. Hui! Ja. Müssen wir da immer ein bisschen gucken. Das Spiel hat viele Puzzle und da müssen wir dann halt schauen, wie wir diese lösen. Bitte. Und wir können auch nie, das sehen wir jetzt, uns nicht so weit von ihm entfernen, also einfach ihn absetzen und abhauen. Ist nicht. Genau. Alle, hopp. Aha, genau, sehr schön. Heppala, hoch mit uns. Ich kann euch gleich auch sagen, wie viel ich gespielt habe, beziehungsweise ich werde euch teils sagen, wann es ein... Hui. Plumps, Beine gebrochen. Tatsächlich hatte ich den Tod noch nicht. Ich hatte gerade sehr viele Tode auf sehr viele unterschiedliche Art und Weisen.
Manche waren sehr dumm, aber gut, was soll's. Passiert. Oder hätten verhindert werden können, sagen wir so. Aber ja, wir testen einfach mal, schauen, wie weit wir kommen. Und wie es euch gefällt. Hey, yep. Ach, schade. Hätte jetzt eigentlich gut gepasst. Ich muss sagen, ich mag die Mützen und diesen Pullover vom Eltern. Ja, das war zu weit schon. Zu weit weg noch. Den wir anhaben. Ist ziemlich cool. Heppala. Jetzt aber. Ronny. Wow. So, jetzt aber. Ich und das perfekte Timing. Wir sind Erzfeinde. Und ich habe auch festgestellt, ich glaube, ich bin der schlimmste Feind der Brüder. Nicht die Gegner hier oder was auch immer. Nein, ich. So, und wir lassen uns fallen. Schieben das noch etwas näher dran. Können wir nicht? Okay. Wir laufen dann nur gegen. Wir nehmen unseren Bruder auf. Komm her. Und laufen weiter. Und heppala. Und laufen auch hier weiter. So, heppala. So, wir setzen dich hier ab. Daher laufen können wir nicht. Ist zu steil. Guck. Wupp, rutschen wir runter. Deswegen einmal hier entlang. Einmal hier entlang. Jawohl. Schön, dass es klappt. Dum 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 dum. Heppala, wir springen hier dran, ziehen das runter, womit ein zweiter Lichtstrahl erscheint und das bedeutet, wir können unseren Bruder dorthin tragen, denn ansonsten, wenn wir das nicht machen würden, würde er überrollt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wollen wir als großer Bruder natürlich nicht. Als großer, verantwortungsvoller Bruder, der wir sind. Ja, wie gesagt, Steuerung, die Steuerung und ich sind keine guten Freunde, aber immerhin schaffen wir das. Verdammt. Na, ich glaube, da mussten wir wieder ganz hochklettern, genau. Dum, 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 dum. Wir klettern, wir klettern. Wundert mich echt, dass die da keine Höhenangst haben. Oder besser gesagt, jetzt der große Bruder. Was ich mir auch frage, können wir da hinten hin? Bestimmt, oder? Ja. Ja, das ist die Plattform hier. Bringt uns zwar nichts, aber gut. Wir können es. So. Das heißt, wir klettern hier runter und weiter runter, genau. Schieben das jetzt und ihr seht, wenn wir das vorher nicht gemacht hätten, wäre unser kleiner Bruder Ade und damit auch das Spiel vorbei. So, besagten Bruder schnappen wir uns auch jetzt. Heppala. Und klettern hier hoch, wie gut, dass sich unser kleiner Bruder hier so gut festhält. So, wir klettern ein bisschen höher. Wie gesagt, so weit springen können wir nicht und ich möchte nicht riskieren, dass wir hier sterben. Das werden wir gleich noch oft genug. So. Ich glaube, das war ein Fehler, ne? Ja. Wow. Supi. Jupp. Oh Mann. So, noch einmal hoch und dann gehen wir durch die Tür am besten. So, das war ein bisschen knapp, aber es geht, genau. Bedrohliche Musik, die ich nicht mag. So, wir schieben das einmal. Oh, der ganze Smog im Hintergrund, heiliger. So, einmal. Kein Wunder, dass es hier so trist und grau ist. Ist echt nicht schön. Also ich muss sagen, das haben die Entwickler echt gut hinbekommen mit der Musik und dem ganzen Grau und alles. Das ist echt trostlos, leblos, nicht schön.
fühlt man sich echt ein bisschen beklemmt. Tipp, 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 tipp. Auch wenn ich jetzt hier ständig dazwischen quatsche. Boah, der ganze Smog, der aus den Schornsteinen kommt, ekelhaft. Oh ja, jetzt. Oh, verdammt. Ups. Das war wirklich nicht abgemacht. Nein, absichtlich. So. Also nochmal. Und jetzt kommt die Schlitterparty. Hep. Geschafft. Ist aber auch echt gefährlich hier auf den Häusern klettern. Also echt mal, Jungs. Was soll denn das? Hm? Macht man doch nicht. So. Und ich dachte hier immer, ich hätte irgendwas gesehen. In der Situation. Oder an diesem Level. Hoppala. Ist auch noch ein Gewitter. Nee, ich mag kein Gewitter. Ist echt, nee. Vor allem nicht, wenn ich draußen bin. Oh, schrecklich. Aber Gott. Wir sind ja jetzt in einem Gebäude. Da ist alles gut. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht sterben werden. Ah ja, okay. Bleiben wir hier. Laufen mit. Okay, müssen wir eigentlich nicht, aber gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Nein! Knapp. Aber wir haben es geschafft. Wir wurden nicht zerschreddert. Nein, wir haben überlebt. Und diese Leiter habe ich nicht gesehen am Anfang. Können wir dich hier irgendwo absetzen, Bruder Herz? Nur für einen kurzen Moment? Ja, ne? Genau, hier. Wir müssen kurz was runterziehen. Alles gut, wir sind sofort da. Wir sind in Sichtweite. Heppala! Runter mit uns. Schau, wir sind sofort wieder da. Komm hoch. Wir passen auf. Keiner wird dir was... Keiner wird dir was tun, wollte ich gerade sagen. Dann springen wir weg. Auch nicht schlecht. So, weiter hoch. Darf das einfach so da liegen bleiben? So, ist ja eine schöne Sicherheitsvorkehrung. Dem ganzen Holz auch noch. Das ist auch, finde ich, eine trügerische Stille hier. So ist es hier wirklich, bis auf diese beklemmende Musik und mein Gebrabbel, ruhig und dunkel, regnerisch, nass, kalt, feucht. Wir haben die Macht. Keine Ahnung. Uah. Da fällt einfach mal die Windmühle um. Wird vom Blitz getroffen. Auch nicht schlecht. Und man wartet eigentlich nur darauf, dass irgendwas passiert, dass irgendwelche Gegner kommen und einen verfolgen und man vor denen wegrennen muss. Oh je. Warte. Heppala. So, Bruderherz, du bleibst einmal kurz hier. Ich muss einmal etwas erledigen. Wir sind gleich wieder da. Alles gut. Wir kümmern uns um dich. Lass nicht zu, dass dir was passiert, Kleiner. Auch wenn wir sehr komische Augen haben. Ja. Ach,
falsche Taste. Ich drücke Leertaste und wundere mich, dass hier nichts passiert. So. Ja, man sollte nicht trödeln hier. Jetzt kommt es aufs Timing an. Oh, verdammt. Verdammt. Ja. Runter damit. Runter mit uns. Verdammt! Wir müssen nämlich, während das hochfährt, auf diese Plattform springen und dann nach oben, wo unser Brüderchen ist. Das müssen wir halt sehr gut timen. Wie ich schon gesagt habe, Time ist nicht so meins. Oh, aber wir haben es geschafft. Sehr gut. So. Und ich frage mich, warum das hier im Hintergrund der Hydrant rot ist. Ich meine, okay, ne, Hydranten sind rot eigentlich, aber wenn hier alles so trist und grau ist, selbst das Gras, wenn man sich das mal da hinten anguckt, ne, ist es schon verwunderlich. So. Und, ja. Bis hierhin weiß ich, wie es geht. Ich habe auch eine ungefähre Ahnung, was wir machen müssen, nur es ist wieder eine Timing-Sache und ja, ich und Timing. Und schaut euch bitte mal diesen Scheiß hier an. Holy. Ich meine, da sind Kinder drin. Wieso sind da Kinder drin? Was ist falsch mit dem Typen? Nein, verdammt, wir werden sterben. Wir werden sterben. Lass uns. Nein, wir sind nicht hier. Wir sind nicht hier. Wir sind nicht hier. Auch wenn du uns gerade sehr komisch da hochhebst oder unseren kleinen Bruder. Genau. So. Wir müssen also im Grunde den Schalter betätigen, über diese Plattform laufen und durchs Fenster springen. Das alles hat wieder einmal ein bestimmtes Timing. Och, verdammt, Mann! Mann! Lass mich, Fred, lass mich! Wobei, du siehst eher aus wie Jason. Von deiner Körpergröße. War nur nicht von der Fülle. Nase. Beziehungsweise Haar, Nase, Haar, Nase, wie auch immer. Ich kann keine vollen Sätze mehr sprechen. Haja! Auf ein neues. Och, komm! Manu! Ja, komm, Kumpel, hier. Oh, er umarmt ihn. Ja, mal sehen, wie lang es dauert, bis wir das hinkriegen. Unseren Bruder können wir hier übrigens nicht absetzen. Deswegen versuche ich es erst gar nicht. Oh, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Eureka, ab jetzt ist es blind. Verfolgt er uns immer noch? Ich will es nicht herausfinden. Ich will es nicht herausfinden. Ich will es nicht herausfinden. Bitte lass uns. Wir sind einfach nur zwei Jungs. Die ihre Ruhe haben wollen. Wir haben ein Secret gefunden. Oh, wir sind gestorben. Okay, wir haben ein Secret gefunden und sind gestorben. Auch nicht schlecht. Oh gut, das Secret finden wir erneut. Was heißt das eigentlich, wenn wir hier ein Secret finden? Können wir dann hier was machen? Ich weiß es nicht.
weiß es nicht. Wir schauen einfach mal und rennen erstmal weiter. Willst du mich verarschen, Kumpel? Oh, heieiei. Thank you for playing our demo. Download the full game now. Ach, kann man schon. Das ist ja cool. Wupp. Hä? Was? Nein. Bei Steam. Ja, okay. Wir werden also direkt weitergeleitet zum Spiel. Wir sehen hier Monochroma kaufen für 19,99 €. Wenn... Oh, es gibt Collector's Edition DLC für 9,99 €. Wenn euch das Spiel gefallen haben sollte, beziehungsweise die Demo, dann, ja, könnt ihr es ja gerne mal selber spielen, falls ihr möchtet. Ich werde auch mal gucken, ob ich mir das nicht holen werde. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Und dann sehen wir uns ja vielleicht wieder beim vollen Spiel. Auf jeden Fall... Das war's mit Monochroma, der Demo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dahin, eure Miss Nanu Nana. Ciao, ciao.